Ist es nicht episch? Ach, ich liebe diesen Soundtrack. Es ist einfach schön. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu X4 mit mir, dem Crazy Schnizzy. Ja, also Projekt, wir retten die Xenon aus, lassen wir jetzt erstmal. Schon wieder. Weil wir brauchen erstmal Geld. Und im Moment, ja, läuft hier gar nichts, weil wir alles hier reinpumpen in unsere wunderschöne Station. Die machen jetzt hier erstmal die Lager voll. Ich habe auch gerade Sinzer an. Also Energiezellen wollen sie von uns auf jeden Fall kaufen, aber werden wir nicht verkaufen. Ja, also wir sehen hier, die Handelsangebote gehen hoch. Also wir könnten hier verkaufen, aber wir wollen nicht. Wir wollen hier erstmal Vorlauf haben, weil wir produzieren ja schon und die bringen hier auch schon schön Zeug rein, die Jungs. Wie gesagt, Wasserstoff werden wir auf jeden Fall nacharbeiten müssen, habe ich schon gesehen. Silizium möglicherweise auch, Erz auch, Methan. Also Methan geht. Methan ist okay, da haben wir fast voll, jetzt das Lager halb voll ist schon. Da müssen wir auf jeden Fall was tun, auch bei Helium müssen wir was tun. Wir brauchen ein paar Miner. Das heißt, das Projekt, wir rotten die Xenon aus, müssen wir jetzt erstmal ein bisschen zurückstellen. Hier oben ist es eigentlich auch, denke ich mal, ganz okay. Ich gehe mal davon aus, dass die Klappi jetzt auch schon da angekommen ist. Ja, da ist sie schon. Die steht da schon in Reichweite. Ich weiß zwar nicht, warum sie so weit weg steht, aber irgendeinen Grund wird sie dafür ja haben. So, jetzt kommen hier schon mal welche raus. Wir gucken mal, ob das K, wenn das K kommt. Ja, das kommt nicht. Aber die machen ja so viel Kleinkram. Guck dich das mal an hier. Das Raumdock. Wenn wir das Raumdock wegklatschen, kommen die ganzen Kleinen nicht mehr. Und so viel Ks hat er ja gerade nicht. Also, hier, die wären auch nicht fertig hier. Ja, aber wir müssten eigentlich hier jetzt erstmal alle wegklatschen, die hier rauskommen. Das ist die Frage. Wir machen mal das mal aus und ziehen mal den hier raus. Und dann sagen wir mal, bitte alle Feinde in Reichweite angreifen. Gucken, was die Klappi hier rausholt. Ob sie jetzt den rauslockt hier. Aber sie lockt auf jeden Fall die kleinen Leute raus. Und das ist wichtig. Die Kleinen müssen alle raus. Dann haben die irgendwann kein Geld mehr. Dann schickt er das K. Und dann... und dann sind wir da. Ich weiß nicht, was Klappi hier macht. Warum Klappi... Jetzt fängt sie an zu schießen. Alles klar. Ja. Klappi schießt. Ja, ist gut gemacht. So, pass auf, jetzt machen wir bei Klappi mal einen Wiederholungsbefehl, aber das müssen wir jetzt hier mit dem offenen Fetzer machen, weil sonst haben wir, wenn es denn Party ist, ein Problem, wollte ich gerade sagen. Ich habe wieder im Inneren meine Faust geballt vor Speicherhass. Weil immer, wirklich, wenn du irgendwas Wichtiges machst, speichert das Spiel. Warum? Es ist gut, aber... So. Wir wollen jetzt mal einen Wiederholungsbefehl. Und der Wiederholungsbefehl sagt, hier greife alle Ziele in Reichweite an. Erwarte Befehle. Achso, wir müssen bestätigen. Erwarte Befehle. Ja, ich weiß. Greife Ziele in Reichweite an. So, jetzt machen wir mal Sinzer aus. Jetzt kommen ja hier wieder welche raus. Die knallt er ja weg. Ja, macht er. Und jetzt werden die ja irgendwann nervös. Dann kommen die Ks wieder. Das letzte K, was er hatte, hat er verloren. Das ist verloren gegangen. Das letzte K. So, was ist denn jetzt hier? Warum steht denn der da bloß? Gucken wir uns den mal an, was hier mit dem passiert. So, Klappi, greifst du jetzt mal an? Ja, hat er gemacht. So. Ja, wir müssen dann aufpassen, dass wir den Wiederholungsbefehl ausmachen. So, da kommt jetzt ein Miner durch, der bringt was mit. Ja, wenn er durchkommt. Na, ist vorbeigeflogen. Schlecht. Das war's. So, die fliegen wieder zurück. Jetzt kommen sie raus. Ne, haben sich nochmal gesammelt, aber es ist was rausgekommen, oder? Ne, ist nichts rausgekommen. Okay. So, pass mal auf. Jetzt stellen wir mal das Schiff hier noch ein bisschen davor hin. Dass der nicht so lange braucht, bis die Dings draußen sind.
Nee, das war eine doofe Idee. Die müssen weiter hinten stehen. Ja, wir machen mal hier abbrechen, entfernen diesen Befehl. Weil es Quatsch, weil wenn die jetzt hier rauskommen und das K angreifen, dann stehen wir da. So, gucken wir mal, haben wir schon rausgelockt hier? Nee, haben wir nicht. Okay, dann machen wir hier mal zu. Ah, oh, das hat sich schon gedreht hier, das eine K. Ah. Müssen wir rauslocken. Und dann müssen wir sofort einbrechen und die Schiffswerft abreißen. Das wird sowieso nichts. Wir reißen die Schiffswerft nicht ab. Könnt ihr vergessen. Machen wir nicht. Passiert nicht. Aber egal. So, was sind hier mit? Hat die nicht mal getroffen, die Schlange? Alter Falter. Peng, peng, Junge. So, was sind hier? Wie weit geht denn der? Ja, der geht bis dahin. Das ist gut. Na, komm mal ruhig zur Station hier. Das ist okay. So. Die wollen nicht, oder was? Wir können ja mit der Klappe hier reinfliegen, die anteasern, dann kommen die und dann springen wir wieder raus. Dann geht auch. Aber eh eine Klappe schafft die alle nicht. So, was ist denn jetzt hier? Warum sehe ich denn jetzt die Befehle nicht? Verstehe ich nicht. Irgendwas habe ich jetzt geklickt, ey. Verdammt. Ach ja, Kondensat gibt es ja auch noch. Stimmt. Das ist ja das, was nachher noch kommt. Oder schon gekommen ist. Ich weiß es nicht. Alter Klappi, was machst du denn? Fliegt doch dem nicht hinterher. Macht ja keinen Sinn. Ja, wir haben Sensor gerade an. Jetzt habe ich irgendwas angeschaltet. Irgendwo drauf geklickt hier hinten, dass ich jetzt nicht mehr sehe. Doch, den, jetzt sehe ich sie wieder. So, was ist denn jetzt? Hier passiert nichts. Wollen die nicht mehr? Ach, das waren die, die hier standen. Okay. Okay, so, was ist jetzt hier los? Die ganzen Miner, die jetzt rauskommen. Jetzt kommen Miner, die klatschen mal weg. Jetzt kommen wir. Aber ich hoffe, die fliegen nicht nach da. Ah, die fliegen dahin. Scheiße. Scheiße. Die fliegen hier runter, ja. Die meinen hier irgendwo. Die Kark sind immer noch nicht kaputt. Da drehen sie sich im Kreis hier Ringelrei rum. Der eine ist genauso stark wie der andere. Ja. So. Hier gibt es jetzt wieder auf die Fräse. Irgendwann merken die das schon, dass ich hier bin. Und der Pilot hat schon die Level, der hat schon Stufe 3. Das ist gut. Jetzt bewegt sich was. Wo ist denn der zweite K? Wo ist der zweite? Da ist der zweite, okay. Aber sie fliegen jetzt hier runter. Ja, wir müssen noch mehr Viecher klatschen. Okay, wir machen jetzt nochmal Licht aus hier. Zeitraffer machen wir nochmal raus. Hier wird jemand von der Polizei scannt, das ist mir egal. Okay, wir gucken mal nach unserer Sonnenkraftwerkfabrik, wie die so läuft. Jo, 42.000 hat einer gekauft, das sieht gut aus. Das bringt ein bisschen Geld, meine Freunde. Das bringt ein wenig Geld. So, aber hier wollte ich jetzt nochmal gucken, wie ist denn das hier jetzt mit dem Bau? Erwarte Befehle. Hat immer noch nichts. Aber hier ist nichts drin, ja? Die... Energiezellen, 12 von 26 sind an. Okay, wir brauchen noch mehr. So, Raptor. So, jetzt haben wir doch schon so viele zerlegt. Jetzt muss da hier langsam mal was passieren. Alter, wie viele Mining-Schiffe der hat. Die sind alle hier unten drin. Oh Gott. Wir müssen hier ein bisschen... Was ist denn hier los? Hier fliegt einer rum oder ist der bloß hier durchgeflogen? Also ich bitte dich. Also das wäre jetzt fatal. Hier unten habe ich noch nicht erkundet. Es kann sein, dass da unten auch noch was ist. Aber unser Raptor-Pilot hat auch erst einen Stern. Also hier kommen auch irgendwie Schiffe immer her. Ist hier bestimmt auch noch was. Na, werden wir sehen. Das reißen wir auch noch weg. Jo, jetzt kommen die ersten kleinen, größeren Schiffe. M-Klasse. Ist gleich abgezischt. Den anderen haben wir gleich weggeknallt. Sehr schön. Jawohl. Klappi hat sie schnallt.
Da oben, jetzt fliegt Klappi weg. Wie weit geht denn der Radius? Ja, der 8, der geht bis zum Arsch der Welt. Aber es wird uns jetzt gleich, es wird uns die Aufmerksamkeit bringen, die wir haben wollen. Ach, der kommt nicht. Kommt nicht, vorhin kam er hoch. Weil wenn wir nämlich den 1K hier draußen geklatscht haben, können wir hier reinfliegen, weil den anderen kriegen wir dann auch noch kaputt. Das geht. Aber so können wir sie rauslocken. Wir brauchen Lootgeier. So, was hat der denn hier? Ressourcen abbauen in Segaris. Ja, macht er doch. Ist alles gut. Ja, die beliefern schon wieder irgendwelche anderen Leute. Mit Silizium. Aber das sollen sie. Die sollen das. Weil das ist Geld. Das ist Geld. Das nehmen wir gerne mit. Hier ist Party. Aber die Miner reichen noch nicht. Das müssen wir noch mehr haben. Kein Käufer im Sektor gefunden. Aha, ist Siliziumlager voll oder was? Passt. Von 26 Energiehaschis. Er baut aber gerade die Energiezellen, ne? Ja, guckt euch das an, ey. Er baut hier noch 20 Stück davon. So, kommt hier mal ein K oder kommt hier mal kein K? Wenn das K kommt, schicke ich die Klapperschlange weg. Das kommt nicht. Aber wie der sich hier versorgt mit seinen komischen Viechern hier. Bergbauschiffe, Alter. Der baut und baut und baut. Oh, scheiße. Ja, die Bergbauschiffe gehen jetzt hier runter, anstatt darüber. Ich denke mal, dass die hier dann irgendwo durchziehen und hier dann... Wo fahren die denn hin? Zum Sonnenkraftwerk, okay. Aber warum liefern... Liefern wir hier? Oder was ist das hier? Dann muss doch hier noch eine Verbindung sein. Hier muss doch noch ein System sein. Pass auf, das geht hier zu den Piraten. Pass auf, pass auf, pass auf. Das geht da zu den Piraten. So, das K ist immer noch nicht auf uns aufmerksam geworden. Dann werden wir noch ein bisschen warten. Am besten rennen. Rennen und drauf. Nein, das geht nicht. Das können wir nicht machen. Theoretisch könnten wir uns jetzt hier vorbeisneaken. Aber wenn wir uns jetzt hier vorbeisneaken, kommen die sofort runter. Könnte ich wetten. Aber wir können es probieren. Wollen wir es probieren? So aufregend, man, ich würde da am liebsten reinfliegen und die Station abreißen, aber das das wird wahrscheinlich nichts, weil die ganzen Verteidigungsdrohnen uns kalt machen werden. Die werden uns so scheiße kalt machen und wahrscheinlich unsere Klapperschlange zerstören. Aber eigentlich, was ist denn an so einem Raumdock dran? Da ist ja nichts dran eigentlich. Was hat denn der da alles dran? Also das sind hier zwei Verteidigungsmodule. Hier ein Verteidigungsmodul, das andere sind Lager und das sind die beiden Docks. Also hier ist nichts dran eigentlich. Eigentlich, wir machen die Schiffswerf kaputt und dann ziehen wir uns wieder zurück. Oder was? Wollen wir es so machen? Ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach mal. Und die Klappi... Erwarte Befehle. Die Klappi kriegt jetzt einen Befehl. Wiederholungsbefehl bitte wegmachen. Und zwar, du wirst jetzt... Oh, die hat schon 3 Sterne. Das heißt, wir können automatisch handeln für Fortgeschrittene. Position halten, kriegst du jetzt erstmal. Erwarte Befehle.
Genau, und jetzt werden wir dich mal hier mit in die Gruppe reinholen. Und zwar, du wirst unseren Kommandanten verteidigen. Mit deinem Leben. Verstanden? Gut, dann geht's los. Speichern schon vorher. So. Raptor. Hierhin bitte. Obwohl, wisst ihr was? Wir fliegen gleich hier runter. Fliegen gleich da runter. Dann stellen wir hier nicht ewig rum, sondern fliegen gleich durch. Wenn wir Glück haben, sehen sie uns nicht. Wenn wir Glück haben. Aber das Glück ist immer mit den Dummen. Wisst ihr ja. Okay, wir sind sofort gesehen worden. Wir sind sofort gesehen worden. Okay, wir fliegen weiter. Ja, okay. Reiseantrieb an. Los, 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 los. Die haben uns nicht gesehen. Oh, ist das spannend. Okay, wo ist mein Raptor? Ja, oh, 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 die ist ja schon da. Alter, die ist schon... Achso, wir machen ja Reiseantrieb. Oh, ja. Jetzt müssen wir aber hier das ein bisschen größer machen. Weil sonst sehen wir es nämlich nicht. So, pass auf. Jetzt hier ein bisschen ranfliegen. Weiß gar nicht, wie weit das ist hier. Ob das so ausreicht. So. Nicht, dass die jetzt schon schießt. Ah, ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Entfernung ist hier. Erwarte Befehle. So, und jetzt bitte koordinierter Angriff. Feuer frei. Jetzt geht's los. Und los. Jetzt fliegen sie dahin, bilden einen Kreis. Und jetzt geht's los. Feuer frei. Und los. Jetzt fliegt die weg. Genau. Zur Sicherheit. Oh, die kriegen richtig auf die Fresse. Alter, die kriegen richtig. Ich wurde aufgefordert, meine Fracht auszuwerfen. Oh, yeah. Oh, shit. Alter, die sind tot. Das wird nix, glaube ich. Alter Falter. Wie viel haben wir noch? Wir haben noch haben wir 100. Die schießen jetzt erstmal die Dings kaputt, die Waffen. Oh, scheiße. Ist das aufregend? Ne, das schaffen wir nicht. Jetzt kommen die ganzen anderen Viecher. Wir schießen jetzt einfach. Wir schießen jetzt einfach so lange, bis es auseinandergefallen ist. Sind immer noch 100. Jetzt kommen die anderen dazu. Jetzt kommen die Cars dazu. Alles klar. Aber die Cars, ja, das ist egal. Wenn wir die abreißen, die Station. 91%, die reißen wir nicht ab. Die reißen uns ab. 99, der ersten schon verloren. Das war's. Schaffen wir nicht. Die Station hat noch 89%. Das schaffen wir nicht. Die fallen jetzt wie die Fliegen wahrscheinlich. Wir brauchen noch eine zweite Raptor mit genauso vielen Ares und die müssen dann abfangen. Ja. Ah, das schaffen wir nicht. Das ist Quatsch. Wir verlieren, wir haben schon über 20, nein, nicht ganz. 11 Schiffe haben wir verloren.
Und er speichert natürlich. Oh. Hat er jetzt unseren Schnellspeicherstand überschrieben? Hat er. Hat er. Der hat unseren Schnellspeicherstand überschrieben. Ha! Geil, schon das erste Modul zerdeppert. Das zweite Modul zerdeppert. Könnte vielleicht doch was werden. Dritte Modul zerdeppert. Na, wir bräuchten noch ein zweites Schiff hier. Ja, jetzt fallen sie. Jetzt fallen sie. 72% schaffen wir nicht. Da bräuchten wir wahrscheinlich noch ein zweites Schiff, was sich um die Cars kümmert. Weil die ganzen Jäger, die da jetzt sind, die zerschießen jetzt gerade unsere Jäger. Jahre ist schon weg. Naja, 26. Ich frage mich, wo sind die ganzen Dings hin? Die ganzen Container. Sind die weggespawnt? Ey, das Gas ist tot! Hier ist ein totes K. Die haben echt ein K zerlegt. Alter Falter. Wir brauchen ein Unterstützerschiff. Wir machen das nochmal, aber wir bauen ein Unterstützerschiff, wo nochmal ungefähr so viele Dings drauf sind, wie wir jetzt haben. Naja, die schaffen schon ein bisschen Schaden hier auf jeden Fall. Und das Geile ist, sie können jetzt keine mehr bauen, keine Cars. Aber das Car hat noch volle Energie hier, das wird also wahrscheinlich eher nichts werden. Ja, 49%, wir haben es fast runtergeschossen. Wir haben noch 56, 55, 39%. Mann, der speichert schon wieder. Ich krieg eine Macke. Das ist wie Freitagabend Fußball gucken, ey. Oder Samstagabend Fußball gucken, sagt man ja, ne? Oh, fuck off, ey. Hülle. Wo ist der zweite K? Es sind noch zwei Ks da. Es sind noch zwei Ks da und ein paar Überfallgruppen. Also, wenn die jetzt fertig sind mit der Station, wenn sie es schaffen, dann schicken wir die sofort aufs K los. 36%. 35%. Wir haben noch 48. 47. Ja, das sind diese Kackjäger hier. Ja, wir bräuchten Unterstützerschiffe, die die Jäger wegklatschen. Nur reiß doch mal das Ding ab, Alter. Kann doch nicht mehr so schwer sein. Haben wir noch. 38.
Was hatten die noch? 26%. Okay, wenn wir zwei Raptoren hätten, wäre das kein Problem. Aber dann brauchen wir nochmal 100 Ares. Das ist schon hardcore. Ja, wie schnell die Kas da waren, ja? Oder wir bringen ein paar Schiffe mit in Reichweite, die sich um den Scheiß hier kümmern. Das können wir auch probieren. Das könnten wir auch probieren, ja. Ein, zwei Osakas dazu, die aus der Ferne die Schiffe wegklatschen. Immerhin, die haben 8 Kilometer Reichweite. Koordiniert heißt, sie fliegen so weit ran, wie sie müssen, aber außerhalb der Gegnerreichweite bleiben. Naja, jetzt können sie Fokusfeuer machen, jetzt wird das nichts mehr. Okay, wir stellen fest, das hat gut funktioniert. Aber nicht so gut genug. Also, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und gucken wir mal, welcher Spielstand davon noch geht. Weil, jetzt hat er ja schon 5-mal gespeichert. Jetzt, wir haben einen F5-Schnellspeichern gemacht vorm Reinfliegen. Und das war dumm. Das war richtig dumm. Aber egal. Ich wünsche euch was. Bis denn.